Wie grün ist die Energie, die Alperia in Südtirol verkauft? Das wollten die Freiheitlichen in einer Landtagsanfrage wissen und haben nur dürftige Antworten erhalten. Aus ihnen leitet die Landtagsabgeordnete Uli Meyer einen schwerwiegenden Verdacht ab. Die Landesenergiegesellschaft gibt vor, grüner zu sein, als sie ist. Die Freiheitlichen kritisieren Alperia nicht wegen der hohen Strompreise. Es geht um Klimaschutz. Alperia macht ihre Geschäfte zu 50% mit Gas. Na, ich habe nichts dagegen. Ich möchte nur wissen, wie grün dieses Gas effektiv ist, das hier dem Endverbraucher als klimaneutrales Gas durch geschicktes Werbemarketing so angepriesen wird. Wir wollten wissen, woher es kommt, wie es aufbereitet wird, welche Transportwege und Transportmittel verwendet werden, bis es hier in Südtirol ankommt, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und darauf haben wir keine Antwort erhalten. Zumindest dürftig waren die Antworten, aus denen die Freiheitlichen nun einen schwerwiegenden Verdacht ableiten: Greenwashing bei Alperia. Ich stelle nächste Woche im Landtag bei der aktuellen Fragestunde dem Landesrat ganz klar diese Frage, ob er es ausschließen kann, dass Alperia Greenwashing betreibt. Mit zum grünen Image von Alperia gehören Investitionen in sogenannte Umweltschutzprojekte im Ausland. Je mehr CO2 mit Alperia-Gas ausgestoßen wird, desto mehr Geld investiert Alperia in Wind, Sonne und Wasserkraft in der Türkei und in Indien und in China. Jenen zwei Staaten, die derzeit den schnellen Kohleausstieg verhindern. Meines Erachtens auch nicht unbedingt jene Länder, in denen Umweltschutz oder ein demokratischer Kontrollvorgang unbedingt auf der Tagesordnung steht. Zu wenig Auskünfte gibt die Alperia auch darüber im Landtag, finden die Freiheitlichen und fordern indirekt den Rücktritt von Energielandesrat Vettorato. Alperia nimmt den Landesrat nicht für voll, der Landesrat ist zu schwach. Und ihm ist das Ganze wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Und dann ist er auch fehl am Platz als Landesrat. Greenwashing-Verdacht bei Alperia. Kommende Woche im Landtag auf der Tagesordnung.